Halle 7 auf der Spielwarenmesse 2012 in Nürnberg. Der niederländische Modellhersteller WSI präsentiert gemeinsam mit dem Kranbauer Sarenz aus Belgien eine echte Weltpremiere. Mit über 2,60 Meter Höhe und einer Tragkraft von mehr als 20 Kilo ist das Modell des SGC 120 im Maßstab 1:50 sicher kein Spielzeug. Doch wie wird aus der Idee und dem Original schließlich ein Modell? Bauforum24TV sprach mit Christian Schätzle von WSI Deutschland über die Entwicklungsschritte des SGC 120. Ja, wir haben hier den Sarenz SGC 120 Kran. SGC steht für Sarenz Giant Crane. Eine Eigenentwicklung der Firma Sarenz, selbst konstruiert, selbst gebaut. Ein Kran der 3200 Tonnen Klasse, was so zurzeit die größte auf dem Markt befindliche Mobilkranklasse ist. Also dieses Gerät kann an jeden Ort der Welt verfrachtet werden in Teilen. Dieser Kran schafft 1000 Tonnen Hublast auf 100 Meter Ausladung, ist für industrielle Großprojekte, Petrochemie und so weiter gedacht. Und die Firma WSI hat von diesem Kran ein Modell im Maßstab 1:50 gefertigt. Der Entwicklungsprozess von so einem Modell in diesem Fall hat gut ein Jahr gedauert, weil man hat keine Vorinformationen, man fängt wirklich bei Null an, bei so einem Modell das zu entwickeln, mit den Konstrukteuren von Sarenz zusammen und braucht dementsprechend Zeit und geht oftmals hin und her. Wenn wir die Konstruktionsdaten haben, wird als erstes ein Prototyp erstellt, aus Kunststoff in diesem Fall, der auch von der Firma Sarenz abgenommen wird, wird alles nochmal nachgemessen und wenn das abgenommen ist, wird der Formenbau begonnen, werden die ersten Metallgussformen erstellt. Auch dort werden mehrere Prozesse hin und her getätigt, bis auch die Metallgussformen dementsprechend. Es werden Nullserien, Handmuster dort produziert und sobald von Metallmodell alles in Ordnung ist, kann die Produktion starten. Ein Kran dieser Größe mit 50 Kilo Gewicht stellt besondere Herausforderungen an die Statik, sei es jetzt die Winden oder die Mastteile. Die müssen entsprechend entwickelt werden, müssen entsprechend Dicke haben. Aber wir reden hier von Metallguss. Das ist also ein anderes Material wie das Original. Man kann es nicht einfach 1:1 umsetzen. Auch das Verhältnis zwischen Mast, dem Haken, der Verseilung und dem Ballast muss stimmen. Der Druck auf den Ring ist sehr, sehr groß. Also da drücken knapp 40 Kilo auf diesen Ring drauf. Und das muss man alles berücksichtigen, weil wir reden ja immer noch von Zinkdruckguss. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auch Feedback und Input bekommen von der Sammlergemeinde. Meistens wissen die auch sehr, sehr gut Bescheid, was draußen irgendwo rumfährt und das könnte immer für uns das nächste Projekt sein. Also wir betreiben unsere eigene Recherche, aber genauso ist immer wieder für uns sehr, sehr wichtig, dass die Leute auf uns zukommen und sagen, mach doch mal dies, mach doch mal das, haben vielleicht selber Kontakte und sowas nutzen wir gerne. Also wir versuchen da sehr, sehr vernetzt zu sein, sei es über Online-Plattformen, sei es, dass wir einfach eine E-Mail bekommen oder dass wir uns auf irgendwelchen Veranstaltungen treffen und direkt mit den Leuten unterhalten. Das Modell kostet im Handel 1.550 Euro. Dieses Modell wird in einer Auflage von 500 Stück produziert, streng limitiert für Sammler, Kranfans und alle Freunde des Hauses Sarenz weltweit. Auch ein Ingenieur des Originalkrans wollte sich die Enthüllung des WSI-Modells nicht entgehen lassen. Tom Dervaux, Projektingenieur bei Sarenz, ist von der Detailtreue des Modells beeindruckt. Das ist der erste 3200 Tonnen Kran von Sarenz, ein Schwerlastkran. Er besitzt 3600 Tonnen Grundballast. Wir haben den Kran in drei Auslegerlängen gebaut, 130 Meter, 118 Meter und 90 Meter. Der Kran wurde in Belgien und teils in Amerika konzipiert. Gebaut wurde er dann komplett in Europa, einige Teile in Polen, ein paar in Rumänien und ein großer Teil in Belgien. Montiert und getestet wurde der Kran dann schließlich bei uns in Belgien. Alle Kranteile aus unterschiedlichen Produktionen so zusammenzuführen, dass garantiert alles passt, das ist die größte Herausforderung bei so einer Konstruktion. Es ist das erste Mal, dass wir einen solchen Kran selbst gebaut haben und da brauchten wir natürlich ein Modell für unsere Kunden und Sarenz-Fans. Die Zusammenarbeit mit WSI war sehr gut. Wir haben während der Konstruktionsphase des Modells eine Menge Fotos bekommen. So konnten wir immer sehen, wie es läuft. Vor etwa zwei Wochen haben wir die finalen Bilder gesichtet und jetzt ist es das erste Mal, dass man das Modell real vor sich sehen kann. Es fühlt sich komisch an. Ich war sehr gespannt, das Maßstabsmodell zu sehen. Es ist witzig. Man kommt sich direkt wie ein Gigant neben dem Kran vor.
Bauforum24TV. Construction in Motion.